Hey, Captain Tetra, wie geht's? Au! Son Goku, bist du in Ordnung? Ja, ich schon. Du? Wo sind wir hier eigentlich? Moment, was ist aus diesem Kerl namens Ganondorf geworden? Wow! Son Goku, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, in dem du das Masterschwert gefunden hast. Da ist es jemandem möglich, meinen Stein zu benutzen. Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für Son Goku und mich, damit wir in Kontakt treten können. Niemand hat dir erlaubt, ihn so einfach zu benutzen. Der Name war Tetra, nicht wahr? Komm zusammen mit Son Goku zu mir. Gute Idee, dann kann ich gleich mal ein erstes Wörtchen mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf was gefasst. Okay. Son Goku, du verschwendest deine Zeit. Bring mich sofort in den Raum, wo sich dieser Kerl aufhält. Okay, das werde ich machen. Aber zuvor interessiert mich noch was. Ich kann nicht reden. Ich kann nur mit Prinzessin Tetra reden. Huh, okay. Komisch. Ich wollte gerade der Tetra an Schrecken einjagen und einfach mit meinem Boot reden. Ich glaube, das wäre lustig gewesen, aber spielt sie aber nicht. Hä? Du, komm her. Wenn man möchte, sollte man jetzt auch am besten Foto machen. Und jetzt fällt mir erst jetzt ein, ihr habt euch noch gar nicht begrüßt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Mein Name ist Lukazeit und letzte Folge, naja, da ist einiges passiert. Wir sind nämlich in die verwunschene Bastion hineingegangen und haben da ein paar Gegnerchen vernichtet, inklusive dem Boss. Und ja, das war recht cool. Und Tetra, du hast da hinaufgeschaut. Warum hast du da hinaufgeschaut? Hat dir da was interessiert? Das da? Sehr eigenartig. Na gut. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal da hinunter. Weil das sollte was sein. Du warst das also. Du hast es gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen? Diesen Stein habe ich aus Gossipstein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Du hast ihn machen lassen? Aus Gossipstein der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes, Daphnos Johansson von Hyrule. Son Goku, kommt dir meine Stimme denn nicht bekannt vor? Ja, ich war es, der dich hierher geführt hat, der Rote Leuenkönig. Wärest du mit Hilfe des Masterschwertes in der Lage gewesen, Ganon zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen, aber nun... Doch wie dem auch so sei, ihr beiden müsst mir erst einmal gut zuhören. Vor langer Zeit hat der gierige Ganon, der sich nach den Kräften der Götter verzehrte, dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm Einhalt zu gebieten, und so konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Die Götter erhörten mein Flehen und schickten eine Sintflut, die Ganon mitsamt Hyrule in den Grund des Meeres verbannte. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt und ihnen aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen und dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre Ganon nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich.
Dieser Halsschmuck, den du trägst, das ist das Triforce der Weisheit und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Königshauses. Mhm. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Dieses Triforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr von Ganondorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musstest diesem Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Ich. In deinen Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda, ich bin eine Prinzessin? Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Son Goku, ich bin untröstlich, dich... Wer sagt es? Ich bin mir nicht sicher, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass... Ja, das macht der andere. Ups. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Ganon alles daran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst so weit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer in Finsternis gestürzt. Son Goku, bitte hilf mir noch einmal. Ich habe einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwertes sein könnte. Bitte kehre mit mir wieder auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf deinem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, das Böse zu verbannen. Okay. Zelda? Es wäre zu gefährlich für dich, dich unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Ganon noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Wow. Echo Warp? Son Goku, brechen wir auf. Oh. Wow, nicht schlecht. Ah, Son Goku. Ja, Prinzessin? Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber... Es war meine Schuld, dass du und Aerith so viel Leid erdulden musstest. Verzeih mir bitte. Schurke. Bye, Son Goku. Bitte pass auf dich auf. Und verschließen. Dass keiner rein oder rauskommt. Okay. Tja, Captain Tetra ist Prinzessin Zelda. Das haben wir zwar schon in der letzten Folge erfahren, aber es ist trotzdem noch eine wichtige Information. Weil, du, Kollege, Son Goku, lausche aufmerksam meinen Worten. Das Masterschwert, die Stärke... Dass das Masterschwert die Stärke verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eines bedeuten. Den Weisen, die als Medium zu den Göttern fungieren, deren Kraft das Schwert speist, muss irgendetwas zugestoßen sein.
Die beiden Weißen befinden sich im Zephyr-Tempel im Norden und im Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst diese beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weißen zugestoßen ist und dem Schwert wieder seine alte Stärke zurückgeben, das Böse zu verbannen. Leider verhindert der Bannkreis, den Ganon hier in Hyrule errichtet hat, dass du die Tempel von hier aus aufsuchen kannst. Allerdings gibt es je einen weiteren Eingang zu den Tempeln, und zwar hoch oben in den Bergen. Und diese Berggipfel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden. Ja, das habe ich mir schon so ähnlich gedacht. Cool. Und die beiden Orte habe ich dir wie üblich auf deiner Seekarte eingezeichnet. Nice. Also dann, wenn wir hier noch länger verweilen, erfährt der Feind noch, wo sich Zelda aufhält. Lass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren. Jawohl, so werden wir das auch machen. Wow, ziemlich viel Informationen auf einmal, aber... Puh. Werden wir schon zusammenkriegen. Sollen wir mal in den Turm der Götter einspazieren, wäre vielleicht auch lustig. Son Goku, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Schon mal gehört, ja. Vor langer Zeit bezwang er den schrecklichen Ganon und verbrachte Hyrule wieder Frieden. Genauso wie in Zelda ruhte auch in ihm ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jener Held wieder durch die Zeit reiste und zu Hyrule zurückließ, verließ auch das Triforce den Helden, zerbrach in 8 Splitter und verstreute sich in alle Welt. Leider kann ich dir auch nicht sagen, wo du diese Splitter finden kannst, aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo auf diesem großen, weiten Meer. Bist du vielleicht jenem begegnet, der vieles weiß von Dingen tief im Meer verborgen liegen? Vielleicht? Wer fragen kann, bekommt auch Antworten. Am ehesten bekommst du die gewünschte Antwort dort, wo viele Leute sind. Also Portemonnaie und ähnliches. Ja, wissen wir schon. Einen Hinweis haben wir schon, aber das ist mehr für Endgame, was er da jetzt gesagt hat. Aber wir können da jetzt im Prinzip schon alles machen. Auf jeden Fall, ich zeige ein bisschen die Karte her. Also, auf einer Insel waren wir schon, die Terra-Insel. Da habe ich, glaube ich, auch ein Herzteil herbekommen. Und da oben wäre eben diese 4-Insel. Und in der Reihenfolge, glaube ich, muss man sogar zuallererst die Terra-Insel machen. Jedoch hat da, glaube ich, der Fisch irgendwas gesagt, soweit ich mich erinnere. Kann ich den irgendwie einblenden? Muss ihn antippen, oder? Kann ich das nicht? Ah, da. Gib's zu. Ja, willst du schon mal gerne mal einen Blick reinwerfen? Was? Ja, okay. Okay. 4 Regionen nach der Ignisspitze. Okay, da waren wir schon mal. Es ist das. Ah ja, ich weiß schon wieder. War das nicht? Das war doch der komische Vulkan, oder nicht? Oder da ist er mir. Warum geht das jetzt nicht? Okay, muss ich so tun. Und dieses Munterbrüllen, Riesenvokal, soll wohl ein sagenhafter Schatz schlummern, okay? Ja, die Finger verbrennt. Ja, das war ein Vulkan. Eine Region im Norden und 4 im Westen ein Artefakt zu finden geben, mit dem man alles einfrieren kann. Okay. 1 im Norden und 4 im Westen. 1, 2, 3, 4. Mutter- und Kinderinsel. Okay, und da kommt jetzt unser Wirbelstürmchen ins Spiel. Und ja, das ist jetzt das erste Mal, wo ich das on-screen spielen werde. Und zufälligerweise können wir auch dorthin warpen. Es hat eben nur die fixen Punkte. Und ja, ich würde damit sagen, auf zur Mutter- und Kinderinsel. Okay. Wir kommen weiter. Das freut mich schon. Haha, okay. So, die große Frage ist jetzt nur, was ist da? Nett. Und Cutscenes schon wieder. Sagenhaft schöne Fee. Wie schön ist sie? Du... Kind, kannst du den Wind kontrollieren? Durch.
Beachtlich, dass du diesen Ort hier gefunden hast. Ich bin die Königin aller Feen. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Also ich bin gerade mehr verwundert, warum so klein und alles. Oh. Oh. Und damit ist die Kraft von Feuer und Eis in meinem Bogen aufgenommen. Okay, und jetzt können wir mit ZR einfach ein bisschen herumschalten. Das funktioniert gut. Aber ganz im Ernst, warum bist du kleiner wie die anderen? Die Eispfeile lassen selbst die lodersten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eismassive zerschmelzen. In dieser Quelle werden all deine Wunden, Lena. Bediene dich ruhig ihrer Kräfte. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. wirklich? Danke? schräg? Verdammt schräg. Moment, da herin haben wir Wind. Ui, okay. Auf jeden Fall, ich habe noch eine leere Flasche. Und deswegen muss ich ohne vielleicht mitnehmen. Sorry. Oh, schau so traurig. Oh. Bleib stark, Son Goku, bleib stark. Sie ist zwar traurig, aber... Okay. Weil, jetzt müssen wir wieder hinaus und das geht nicht ohne Wirbelsturm, leider. Oder zum Glück. Ich weiß nicht, was da gerade besser ist. Auf jeden Fall, wo war das? Wohin will ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ah, ja, nach Draconia. Muss ich? Ja, genau, so ist es. Da. Ich hab grad Reihenfolge wieder was verwechselt. Oh, ich höre was. Und der Briefkasten wackelt. Ich höre noch mehr. Spielt da jemand Harfe? Aber ich glaube, das ist sogar eine große Karte. Würde mal versuchen einzublenden. Ah, vielleicht finde ich es ja. Schauen wir mal. Hallo? Geht das nicht? Oh. I made a mistake. Warum? Hallo? Hallo? Ich kann nichts tun. Warum nicht? What the fuck? Jetzt an. Komischer Spielfehler. Da. Oh, ich habe eine Karte nicht geöffnet. Schau dir. Ah, da ist. Okay. Ein bisschen so rüber. Und jetzt bin ich drauf. Ah, fuck. God dang it. Wir wissen, was da drinnen ist. Es ist eine normale Schatzkarte, die Nummer 39 eben. Und was kriegen wir da? Das ist jetzt eine gute Frage. Rubine? Ein Herz, hä? Herzteil war mir lieber. Ah, schade. Rubine, schadet auch nicht. Aber wer spielt da Harfe? Ist da oben, oder? Oder ist das ein anderes Instrument? Klingt wie... Oder ist das ganz was anderes? Hey du, hab die nicht schon früher mal gesehen? Wie komme ich da bloß hinauf? Ja, der Weg ist schon da, ich zeig's dafür. Ich zeig's dafür. Ist schon okay. Okay. Guten Morgen, ja, Post. Per Nachname. 200...
Ja, wenn's sein muss. Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für deinen Kauf. Die Wahnsinnskarte. Auf ihr sind die Orte angezeichnet, an denen du Triforce-Karten und Splitter findest. Wahnsinn, oder? Ja, okay. Eines bitte ich aber zu entschuldigen, Herr Fee. Den Ort des letzten Splitters wusste ich nicht. Er scheint nämlich umherzuwandern, sobald es Nacht wird. Bitte nicht böse sein. Tingle. Und damit haben wir die Wahnsinnskarte bekommen. Der blanke Wahnsinn. In der originalen japanischen Version hat es diese Karte nicht gegeben. Und die ist sozusagen die Hilfskarte, wenn man nicht weiß, wo die Triforce-Splitter und Karten sind. Irgendwas ist da gerade eigenartig. Hä? Sind da direkt? Habe ich mich getäuscht bei der Anzahl? Egal. Auf jeden Fall. Huh. Ja, da werde ich nochmal wiederkehren müssen nach Draconia. Ich mache einfach ein bisschen mehr Story, weil ich kann. Und gehe nach Süden. Also zu dieser Insel. Der sogenannten Ignisspitze. Weil ich glaube, da müssen wir jetzt gerade hin. Ich bin mir nur gerade überhaupt mit der Zeit nicht sicher. Mein Timer ist ein bisschen weit weg. Den habe ich schlecht eingestellt. Das ist gerade ein großes Problem. Aber, da ist ein großer Schatz. Den hebe ich noch geschwind. Da. Haha, Volltreffer. Ich kann jetzt zwar nicht sagen, welcher Schatz das ist, aber ich werde irgendwann am Schluss sagen, was Herzteile sind und so in einem Guide. Also das werde ich auch nochmal machen. Aber das war ein silberner Rubin, also ja, nicht so wichtig, finde ich. Der wird mich stören, deswegen wird er vernichtet. Zuerst. Nein, nicht so schnell. So, der ultimative Nahkampf und zack. Okay. Na, nichts. Okay. Na gut. Ist das da oben? Ja, das ist so ein Vögelchen. Warum will er nicht landen? Das ist eine Frechheit. Fliegt der die ganze Zeit da rundherum? Weil das wäre dann schon gefährlich. Okay, man kann übrigens so nah wie man möchte daran. Man darf nur nicht absteigen. Sonst hat man ein großes Problem. Okay, aber da wir jetzt Eispfeile besitzen und Feuerpfeile, ist das kein Problem mehr. Sweet. Vulkan erloschen. Jedoch, nur für begrenzte Zeit. 5 Minuten haben wir Zeit. Und, hallo? Ich will da hinauf. Gott dang it. Zieht man das gleich schon ein bisschen was von der Zeit ab. Okay. Und ja, diese 5 Minuten müssen wir jetzt ganz, ganz gut nutzen. Weil sonst haben wir ein dezentes Problem. Ich hoffe, ich vergiss auf dieser Insel nichts. Das wäre nämlich schlimm. Zu dieser Insel muss man nämlich normalerweise nur einmal. Aber es könnte sein, dass ich irgendwas vergesse. Muss ich die Karte einblenden. Ups, falsches Ding. Ja, da sieht man nichts. Zu klein. Alles zu klein. Ich sehe keine Schatzkiste, oder? Ah, da muss ich sogar so gehen. Frechheit. Okay, 1 Minute ist schon fast vorbei. Schnell geht das. Okay. Einfach hinauf und dann hineinfallen lassen. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. Okay. Was erwartet uns da drinnen? Sehr viel Böses. Ich komme mal nicht wieder zurück, was ein großes Problem ist, aber bringen wir schon zusammen. Boomerang ist gerade besser.
sinkt auch irgendwann. Muss mich schon auch bewegen. Ah, fuck! I made a mistake. Ich hab zu früh A gedrückt. Das war schlecht. Oh, Double Kill. Okay. Kann ich den da drüben gleich erwischen? Das wäre voll cool. Jetzt. Okay, cool. So, jetzt nicht abstützen, weil sonst haben wir wieder das gleiche Problem wie vorhin. Okay, sweet. Zack. Okay, Nummer 1 ist down und zack. Ah. Okay, und wenn man alle Gegner vernichtet hat, kommt das. Und da bekommen wir endlich das neue gute Item namens die Kraftanwender. Die Gegner sind zwar respawned, aber das macht nichts, weil jetzt können wir sozusagen die Abkürzung nehmen. Haha, schwere Felsen, kein Problem. No? Ups. Eins. No? Zwei. Drei. Nice. Alle tot? Und den schnappen wir noch. Weil ich's komm. Okay, na, war sweet, war sweet. Ah, der lebt auch wieder. Und der Timer ist auch stehen geblieben, also passt das auch wieder. So, ich will die aber jetzt noch beklauen, das wäre sehr cool. Sehr gut, beklaut. Das war wichtig. Oh. Ich wusste, dass ich jetzt Schaden nehme. Naja, egal, egal. Weil, wir können jetzt weiter. Ja, sorry, Boot. Und, ja, damit könnten wir schon zur, wie nennt man das? Ignisspitze, oder? Ah, sag ich jetzt schon wieder Ignisspitze? Sehr Frechheit. Das andere, ihr wisst schon. Aber, ich möchte ein paar Abstecher noch machen. Ich weiß nur nicht gerade hundertprozentig, wo diese Abstecher sind. Was ist das für ein Ding? Ist das... das, was ich hoffe, oder... ah, das ist... ah, nein, da will ich gerade nicht hin. Richtig. Es ist nämlich, es gibt nämlich noch zwei Feen, die ich gerne aufsuchen möchte in dieser Folge. Und ah, die Möwe hat mich gerade irritiert. Komisch. Ah, wisst ihr was? Ich gehe einfach jetzt von der Ignisspitze nach Westen und dann ständig Süden. Und alle Inseln, auf die ich treffe, die markieren wir mal. So wie diese hier. Okay, auf das brauche ich aber Fischfutter. Damals mal auf R, warum nicht? Okay, wie heißt die Insel eigentlich? Können wir auf der Insel überhaupt was machen? Das ist die andere Frage. Ja, ich weiß schon, Seekarte, passt schon. Das ist... Isla Orion. Ah, das ist irgendwas mit... wie nennt man das? Ah, das ist Ato, rechtsbündiger Halbmond. Okay. Okay, gut zu wissen. Naja, bis die Tage. Wir sehen uns. Okay, ab jetzt nach Süden, Verdo. Oh, sehr viel Sachen. Und auf dieser Insel kann man eigentlich nicht so viel machen. Ah, und da ist das, was ich gesucht habe. Das westliche Feenkorridor oder so. Ah, westlich? Habe ich gerade westlich gesagt? Sorry, östlich. Habe ich gemeint. Ja, genau. Ja, da sind wieder solche. Und so ist es auch da. Huh. Na gut, na gut. Theoretisch könnte ich das schon abschließen, aber... das mache ich lieber Endgame.
ich persönlich. Ich höre mir jetzt nur die wichtigsten Sachen und das andere Zeug ignorieren wir sozusagen. Und kriege jetzt schon wieder einen Brief. Was ist mit euch? Mit Briefen überhäufen. Ah, hallo? Ah, da ist. Guten Morgen. Erster Brief ist... Was ist das? Ah, meine Schwester! Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber eigentlich sind alle sehr nett. Ganz so sieht so groß und stark aus, aber weil Tetra nicht da ist, weint er die ganze Zeit. Oh, der Gonzo. Narzo wirkt ein bisschen eingebildet, ja, narzisstisch, ja. Ist aber auch sehr nett und freundlich. Seneca sieht mit seinem Bart zum Fürchten aus, aber erzählt lauter lustige Geschichten. Zuko ist aber leider nicht so nett. Mokko ist sehr ruhig und brav, aber wenn man ihm seine Brille wegnehmen, regt er sich immer furchtbar auf. Und der Nico? Mit Nico spiele ich sehr oft, aber trotzdem fühle ich mich etwas einsam, weil du nicht da bist. Taschengeld kriegst du auch? Ui, das ist nett. Und Fernrohr behalten. Ui. Okay. Werden wir machen, Ariel. Und danke für die 20 Rubine. Sweet. Okay. Habe ich nochmal Dings ausgerüstet und sollte da nicht irgendwo ein Schleim sein? Auf jeder von diesen Inseln sollte ein Schleim sein. Okay, wie mache ich das jetzt? So. Na, jetzt habe ich mich schon wieder vertippt. Ist ja frech. Ich darf nicht so viele Dinger verschwinden. Okay, dann brauche ich das. Weil, das habe ich auch noch nicht hergezeigt. Das ist voll witzig. Boom. Na gut. Und 3. Damit können wir da hinein. Okay. Die Feen, alle Feen dieser Welt. Ah, das ist schön. Hey, ich hab deine Königin erst vor kurzem gesehen, also... Ja, kannst du mir was ganz, ganz Nettes geben? Wie zum Beispiel... was fehlt eigentlich noch? Eigentlich fehlen nur noch 2 Sachen. Ist schon brutal, wenn man alles vom Spiel weiß. Aber für diese Fee bekommen wir einen Pfeil-Upgrade. 60 Pfeile. Und ja, unser Status wird auch wieder hergestellt. Also ist das auch nicht ganz nett. Und ja, sehr cool. So, aber das nächste Dings, also das nächste Feenkorridor, zu dem werde ich sozusagen, ja... fast hinkarten, also beinahe. Oder müssen wir überhaupt karten? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass nordwestlich, so sagt man, von Ichthusk liegt. Vermute ich mal. Oder nur westlich, eins von beiden. Aber das werden wir gleich herausfinden. Bist du was? Ich karte gleich gar nicht. Ist schneller. So, aber wo genau ist es? Da ist Ichthusk. Wo ist die Karte? Da ist Westen. Aha. Ha? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Ja, nordwestlich müsste es sein. Irgendwo. Das ist direkt Westen. Das ist auch etwas. Ja, da ist, da hinten. Ichthusk haben wir schon markiert, okay. Und, Heuner Fischfutter, ja, eines, sehr gut. Na, zählt sich schon aus. Was ist das? Eure Isla Staglamitica, richtig. Das wird wohl ein Augenriff sein, so es ausschaut. Okay, na? Zum Glück haben wir das schnelle Segel, sonst würde mir das alles viel zu lang dauern. Und, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Gamecube-Version gespielt habe. Da bin ich ja herumgereist wie ein Wahnwitziger und ich bin jetzt mal aufgeregt, wenn ich das scheiß Little spielen habe, den Slit des Windes. Weil der Wind, ja,
da zum Beispiel. Jetzt hole ich mir den Fisch und dann muss ich sozusagen mit R sozusagen schwimmen, was ziemlich blöd ist, sagen wir so. Verdammt blöd. Aber, na gut. Das ist nämlich jetzt das letzte Feenkorridor. Das ist wirklich das letzte, ja. Das ist jetzt kein Scherz. So, was hast du zu sagen? Ist da irgendwo ein Piratenschiff oder so? Na? Okay. Auf dieser Insel namens, Draconia, etwas im Osten von hier, soll es ein überaus praktisches Unterziel. Ja, Greifhaken, den kenne ich schon. Achso, ja, das tue ich schon öfters, also. Ja, ja. Glücksamulett, ja, ja, passt schon. Ich beklaue alle Gegner. Das ist für mich mein Standard, so, was ich so mache. Und ja, dann müsst ihr halt so schwimmen, was ein bisschen langwierig ist und nervig. Aber es geht auch. Na gut, aber... Müsst ihr mal geschwind das ausrüsten. Okay. Das mit den blauen Schleimen funktioniert auch recht gut. Okay. Und damit sind wir im letzten Feending. Nice. Endlich. Junge, der du die Winde erwächst. Ja, ja, du gleich. Irgendwie ist der Königin ein bisschen kleiner, ne? Ha. Naja, was soll's, was soll's. Weil das letzte Upgrade ist, wer hätte es gedacht, das finale Köcher-Upgrade. 99 Pfeile. Ah, sweet. Endlich. Ich habe es. Jetzt wird nur noch vor die Kleinstsachen fehlen noch... Zwei von denen ich weiß. Eins ist davor eine leere Flasche, das andere ist etwas anderes. Das will ich jetzt nicht spoilern. Aber das ist schwierig zu bekommen. Aber ich bedanke mich somit bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Und ja, wenn ihr dem Video da ein Like geben könntet, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Der Son Goku auch. Und... Bis zum nächsten Mal. Fertig. Ist da oben was? Na? Doch nicht. Okay. Bye.